Guten Morgen! Welcher Discounter ist der beste? Keiner. Welches Produkt bei welchem Discounter oder bei welchem Laden ist das beste? Da gibt es einige und da möchte ich euch aus 3 Jahren Erfahrung euch heute meine besten Produkte vorstellen, die ich bei den entsprechenden Discountern kaufe. Und was habe ich für eine Auswahl bei Discountern? Also ich habe bei mir um die Ecke, ich habe Aldi, ich habe Konsum, ich habe Lidl, ich habe Kaufland, ich habe Netto und ich habe Metro. Metro klammere ich jetzt aus, weil einfach nicht jeder von euch die Möglichkeit hat, beim Metro einzukaufen, weil wer es nicht kennt, Metro, da kannst du als Selbstständiger hin und kannst halt diesen Großhandel und kannst dann halt dort kaufen. Wer nicht selbstständig ist, der kriegt zwar auch irgendwie eine Metro-Karte als Mitarbeiter von irgendjemandem, aber ich sag mal, es ist nicht per se für jeden zugänglich. Von daher beschränke ich mich auf die Discounter bzw. auf die Läden, die in meiner Nähe sind. Kaufland habe ich schon gesagt. Okay, also Konsum lasse ich auch mal weg, weil den gibt es in Westdeutschland gar nicht und unser Konsum hat jedoch zugemacht, zu Recht, weil es einfach ein Saftladen ist. Konsum kannst du wirklich eine Tonne knicken, fällt weg. Das heißt, die Läden, die heute sozusagen betrachtet werden, sind Aldi, Lidl, Kaufland und Netto. Welchen ich nicht in meiner Nähe habe, der sicherlich aber auch gute Produkte hat, das ist Norma. Aber wir bleiben heute bei den vielen Aldi, Lidl, Kaufland und Netto. Und über die Jahre hat sich halt, ja, haben sich verschiedene Einkäufe gebildet, die ich halt nur noch bei denen durchführe, bei bestimmten Discountern, weil dort einfach das beste Produkt, das preiswerteste Produkt oder überhaupt das Produkt verfügbar ist. Und das möchte ich euch heute vorstellen, um es euch einfacher zu machen. Das passiert, wenn man auf dem Klo Videos aufnimmt. Gut, also fangen wir an mit Lidl. Lidl. Also, es gibt auch ein paar negative Erfahrungen. Ich habe zu Lidl, glaube ich, schon einige Videos gemacht. Egal. Lidl. Also was bei Lidl das Beste, wirklich das allerbeste ist, und dazu hatte ich schon ein Video gemacht, das sind die Paranüsse. Und generell kann man, glaube ich, auch sagen, Nüsse, das ist die Firma Alesto, die sind einfach die besten. Ist egal ob Aldi, Netto, Kaufland oder Lidl und auch andere. Das heißt wirklich, gerade beim Paranüssen habe ich festgestellt, aufgrund meiner Sensitivität, was die Schimmelerkennung angeht, wo viele es noch nicht schmecken, aber ich schmecke das schon. Paranüsse bei Lidl ist halt der Grund, warum ich zu Lidl gehe. Also generell Nüsse, das ist wirklich Lidl. Dann bei Lidl ist auch noch ein Vorteil, dass relativ häufig, ich greife da jetzt nicht mal so viel drauf zu, aber ich kann mich da noch dran erinnern bzw. sehe das auch immer wieder, dass sie diese veganen Ersatzprodukte bei Lidl oft reduzieren. Das heißt, wenn die am Ablaufen sind, dass sie die halt sehr schnell reduzieren. Das kann natürlich regional bei mir in der Stadt was Spezielles sein, weil die einfach nicht abverkauft werden, aber vielleicht ist es auch generell so. Ich kann nur meine Erfahrungen teilen, zieht euch das raus, was ihr für euch richtig haltet. Also bei Lidl auf jeden Fall die Nüsse, deswegen gehe ich zu Lidl und wenn vegane Ersatzprodukte reduziert sind, die habe ich früher auch dann mitgenommen. Aber was ihr niemals bei Lidl kaufen solltet, niemals, und ich meine wirklich niemals, reduzierte Wassermelonen. Ich habe 3-mal reduzierte Wassermelonen gekauft. 3-mal. Und 3-mal waren die immer noch weiß. Also vielleicht hellrot. Sag ich mal. Ich sehe die Farben ja nicht so intensiv. Aber niemals, wirklich niemals reduzierte Wassermelonen bei Lidl kaufen. Wirklich, macht das nicht. So reizvoll das erscheint. 30 Cent das Kilo war gestern im Angebot. Ich habe mich gefreut, so eine Wassermelone mitgenommen. Und dann habe ich sie aufgeschnitten und habe ein bisschen was gegessen. So ganz in der Mitte mal ein Löffelchen. Und da konnte man so Zucker erahnen, Fruchtzucker. Aber niemals, das war das dritte Mal, niemals reduzierte Wassermelonen bei Lidl kaufen. Also das ist Lidl. Kommen wir zu Netto, Kaufland, Aldi, sagen wir einfach mal Netto. Netto. Zum einen hat Netto jetzt seit kurzem, auch darauf greife ich halt nicht so oft zu, aber ich habe auf jeden Fall im Gefrierschrank 2 Tüten, immer eine von jeder Sorte da. Die haben die preiswerteste vegane Gemüsepfanne, die es quasi gibt. Wenn es wirklich mal schnell gehen soll und ihr nicht selber schnibbeln wollt und sonst was und ihr nicht rohköstlich unterwegs seid, das heißt einfach so eine Pfanne macht, da gibt es für 1,29 € ein halbes Kilo Gemüse, was fertig gewürzt ist, entweder asiatisch oder italienisch, für 1,29 €. Und ja, das ist eigentlich absolut unschlagbar. Also das gibt es nirgendwo, in keinem anderen Discounter gibt es vegane Gemüsepfannen, die auch wirklich recht lecker abgeschmeckt sind. Das
Salzgehalt hält sich sogar auch in Grenzen. Also von daher, das ist eine Sache, wo ihr bei Netto zuschlagen könnt und ich in der Vergangenheit zugeschlagen habe. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich zwar noch immer zwei Packungen da, aber die halten dann auch immer ein halbes Jahr, bis dann irgendwann mal jemand kommt und man mal eine Pfanne macht oder sonst was. Für mich selber nutze ich die halt eigentlich ja, nicht mehr. Weiterhin gibt es bei Netto frische Datteln. Die gibt es nicht immer, aber die sind so in einer viereckigen Packung. Die gibt es auf jeden Fall nicht bei Aldi. Und bei Lidl habe ich sie einmal gesehen und dann waren sie wieder raus aus dem Sortiment. Bei Netto gibt es sie relativ häufig. Also frische Datteln, definitiv ein Punkt, warum ich zu Netto gehe. Wobei, wenn ich Richtung Leipzig gehe, also ein bisschen weiter weg, das sind so 10 Kilometer, dann komme ich an Türken vorbei und da kaufe ich dort meine frischen Datteln. Aber ansonsten Netto frische Datteln. Des Weiteren hat Netto, ist der einzige Discounter oder der einzige Laden, der bei mir Bio-Bananen ohne Plaste anbietet. Der hat nur eine Banderole drumherum. Das finde ich richtig gut und deswegen kaufe ich bevorzugt meine Bio-Bananen bei Netto. Und was bei Netto auch das Beste ist, ist der Räuchertofu. Von allen Räuchertofus, die ich gegessen habe, ist der von Netto am besten. Sehr, sehr schnittfest und ja, für mich ist das ein Räuchertofu, esse ich einfach, wenn ich ihn esse, dann eben so aus der Packung, wenn da dieser Eiweißhunger doch mal kommt, dann einfach so aus der Packung. Und der ist halt extrem schnittfest und den kann man richtig gut kauen und macht halt total Spaß. Also Räuchertofu, das ist halt auch nur der Grund, warum ich zu Netto gehe. Kommen wir dann zu Aldi. Aldi hat nichts Besonderes, gar nichts Besonderes. Aldi ist aber im Obst- und Gemüsebereich einfach total preiswert. Da kriegst du einen Brokkoli standardmäßig meist für 79 Cent und nicht für 1,29 oder 1,79, sondern da gibt es halt wirklich Obst und Gemüse immer, immer preiswert. Vor allem halt die Kaki. Also die Kaki, die gibt es bei Aldi oft für 29 bis 33 Cent. Und ja, das ist natürlich wunderbar. Ich rede hier von Aldi Nord, das muss ich dazu sagen. Es gibt halt auch Aldi Süd, die haben ein anderes Sortiment. Aber bei Aldi ist halt generell gibt's nichts Besonderes, warum ich zu Aldi gehe, sondern einfach Obst und Gemüse preiswert einkaufen. Ne? Und da mal ein ganz kurzes Wort dazu. Also natürlich ist das nicht optimal. Brauchen wir nicht reden, egal Bio und nicht Bio. Bio ist sowieso, ich kaufe Bananen im Bio, ich kaufe Gurken im Bio, ich kaufe Möhren im Bio, dann hört es bei mir auf, den Rest kaufe ich normal. Zum einen, weil die Preisunterschiede so groß sind und ja, der geschmackliche Unterschied zumindest nicht so eklatant ist wie bei Möhren, Gurken und Bananen. Da ist der geschmackliche Unterschied zwischen Bio und konventionell wirklich eklatant. Wobei, wenn man dann zum Beispiel aus dem eigenen Garten isst oder vom Lebe gesund Versandhandel, da ist der Geschmackssprung nochmal exorbitant. Also ich sag nur, Aldi ist sicherlich nicht optimal, aber ihr müsst auch mal sehen, was ihr für Geld zur Verfügung habt. Und bei mir passt halt eben nur Aldi ins Budget. Von daher, das ist Aldi. Und dann gibt es noch Kaufland. Und Kaufland ist kein Discounter. Aber warum gehe ich trotzdem zu Kaufland? Obwohl der nicht billiger ist. Der ist immer eigentlich... ist ja kein Discounter. Manchmal steht so Discount billig dran, wie zum Beispiel beim frisch gepressten Orangensaft. Der ist Discount billig mit 1,79, aber beim Discounter kostet es trotzdem nur 1,49. Also nichts mit Discount billig. Also Kaufland ist per se eigentlich teurer. Aber ich gehe trotzdem zu Kaufland. Und zwar folgender Grund. Gefrorener Grünkohl. Den gibt es nicht bei Aldi, den gibt es nicht bei Lidl und den gibt es nicht bei Netto. Bei Norma weiß ich es nicht. Gefrorener Grünkohl, den gibt es das ganze Jahr nur bei Kaufland und bei Metro, aber da kommen ja die meisten von euch nicht hin. Ich habe ein Haar an der Nase, deswegen, ich habe keinen Puppel, sondern so ein Haar. Habe mich rasiert. Ja, also bei Kaufland kaufe ich meinen Grünkohl. 1,29 ein halbes Kilo Grünkohl. Und ja, und das ist halt immer kühl, das ist ja jeden Tag Grünkohl. Und ja, deswegen, das ist der große Grund bei Kaufland. Aber da kommt noch was dazu. Und zwar haben die Sesam ungeschält für 250 Gramm 1,29. Manchmal 1,39, manchmal 1,29. Und das ist billiger als im Internet. Ich habe euch den billigsten Anbieter von Sesam mal im Internet bei Amazon gepostet und selbst dieser Anbieter ist nicht so billig, obwohl man gleich ein Kilo kauft, wie Kaufland. Ich weiß nicht, wie die da an den Sesam da rankommen oder sowas, weil den Sesam gibt es ja auch nicht bei den Discountern, zumindest bei unseren Discountern nicht.
Ungeschälten Sesam, achtet darauf, dass er ungeschält ist, ne? Ist alles Schale noch dran, die ganzen Vitamine, Mineralstoffe. Sesam ist halt übrigens die absolute Calciumquelle für mich. Das kommt halt jeden Morgen in den Smoothie rein, 500 Gramm, nicht 500 Gramm, 50 Gramm, 50 Gramm Sesam, genauso wie 40 bis 50 Gramm Leinsamen für die Omega-3-Fettsäuren. Und dazu habe ich meistens noch 20 bis 30 Gramm Mohn. Ich habe mir so eine Mischung gemacht zwischen Mohn, Sesam und Omega-3-Fettsäuren, sodass ich mein Calcium und Omega-3-Fettsäuren direkt mit dem Smoothie gepackt habe. Smoothie Zusammenstellung und so weiter kennt ihr alles, habe ich schon Videos gemacht, vielleicht verlinke ich was oben. Das heißt, der Sesam ungeröstet ist tatsächlich bei Kaufland spottbillig und deswegen gehe ich da auch hin. Und das letzte, was auch noch bei Kaufland der Fall ist, warum ich da hingehe, eigentlich sind es noch zwei Dinge. Zum einen, frische rote Beete gibt es bei den Discountern sehr sehr selten und ja, bei Kaufland gibt es eigentlich durchgehend frische rote Beete, von daher, das ist halt für mich auch sehr sehr wichtig, kaufe ich bei Kaufland. Und Kaufland. Samstagabend kurz vor Ladenschluss wird alles radikal reduziert. Das heißt, du bekommst einen Blumenkohl, einen Brokkoli für 9 Cent, du bekommst für 1 Cent einen Bund Petersilie, du bekommst also wirklich extrem billig, wirklich extrem billig. Und da gehe ich, wenn ich Obst und Gemüse einkaufe, meist sowieso nur ja, was im Angebot ist oder was in der reduzierten Kiste liegt oder so. Und Samstagabend ist halt wie ein Schlaraffenland, da hast du wirklich eine große Auswahl an reduzierten Obst und Gemüse und deswegen gehe ich zu Kaufland. So, das war so mal ein kurzer Abriss darüber, ja, warum ich zu den entsprechenden Läden gehe, was meine Erfahrungen sind. Teilt mir in den Kommentaren mit, was eure Erfahrungen sind mit den Discounts. Warum geht ihr zu dem Laden, warum geht ihr zu dem Laden und welches Produkt kauft ihr da? Das würde mich total interessieren. Vielleicht kann ich da auch noch was für mich mit rausnehmen, irgendwelche Informationen oder so. Aber ich denke, das ist mal ganz interessant, dass wir alle mal so unsere Erfahrungen mit den Discountern teilen, gerade jetzt im veganen Bereich. Was da, ja, was Gründe sein könnten, zu diesem gehen oder zu jedem zu gehen. Manche haben natürlich nur einen, brauchen wir nicht reden, dann ja, würde ich auch nur zu dem einen gehen. Aber einige haben halt tatsächlich auch so ein bisschen Auswahl an Discountern. Und deswegen, ja, lasst uns in den Kommentaren da weiter diskutieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bei mir geht der Tag jetzt auch los. Bis morgen, ciao.